Wer von euch allen braucht ein bisschen Salz und Pfeffer? Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Öni hier und herzlich willkommen zum 20. Until Dawn Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, bevor wir jetzt starten, wollte ich erstmal noch ein paar Dinge an euch loswerden. Und zwar, es tut mir leid, dass gestern leider kein Video auf viel FIFA gekommen ist. Stefan war bei mir gewesen und wir haben für euch ein geiles Quadro-Pack-Opening zusammen mit Marcel, Scorpion und Visca Barca geschnitten. Und da gab es leider Probleme bei der Kamera, sodass wir das Video leider erst heute hochladen können. Also es kommt definitiv noch online auf viel FIFA, vielleicht ist es sogar schon online. Also schaut definitiv bei viel FIFA vorbei, Freunde. Und ja, dann gibt es noch eine coole neue Sache. Und zwar, ihr kennt ja wahrscheinlich alle, beziehungsweise viele von euch kennen den Erik, mit dem ich ja schon mal ein oder zwei oder drei, glaube ich, Until Dawn Let's Plays aufgenommen habe. Der war auch früher bei Free Gaming TV tätig und der hat jetzt seinen eigenen Kanal aufgemacht. Die Gamer WG heißt der Kanal. Und ich habe euch mal sein erstes Video oben in der Beschreibung verlinkt. Also schaut da bitte vorbei. Lasst ihm ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Der hat nämlich Star Wars Battlefront Let's Play. Ist eigentlich ganz cool geworden. Schaut es euch an, Freunde, und lasst ihm schöne Grüße von mir da. Ja, Freunde, gestern haben sich wieder richtig viele bei Star Wars beschwert, warum kein Until Dawn gekommen ist. Das habe ich aber schon mal erklärt. Und zwar, das lag daran, die Star Wars Battlefront Beta, die ist ja nur bis heute spielbar. Und die Vollversion kommt erst am 19. November raus, sprich nächsten Monat. Und da habe ich mir einfach gedacht, legen wir den Fokus erstmal auf Star Wars. Weil das Spiel können wir jetzt sowieso anderthalb Monate nicht hochladen, weil die Vollversion erst dann rauskommt. Und ja, wir haben trotzdem so viele in die Kommentare geschrieben. Ja, ich habe auf Until Dawn gewartet. Kann ich natürlich auch verstehen, Freunde. Wenn ihr auf ein Spiel wartet und dann kommt ein Spiel, was euch nicht so gefällt. Aber das erste Star Wars Let's Play, Freunde, das hatte über 10.000 Likes. Und da habe ich mir gedacht, komm, hau ich auf jeden Fall noch ein zweites Let's Play raus, bevor die Beta vorbei ist. Und ja, da haben mich trotzdem viele drüber gefreut. Aber es gab natürlich auch wieder viele Dislikes, weil viele sich auf Until Dawn gefreut haben. Aber Freunde, es geht ja heute weiter mit Until Dawn, also keine Sorge. Und ja, würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt, klicken auf Fortsetzen. Und ich bin gespannt, ob wir heute hier alle Totems und Hinweise wieder einsammeln können. Ich hoffe, dass wir in den letzten Folgen alles bekommen haben. Wir klicken mal drauf. Was bisher geschah bei Until Dawn? Oh, Fern, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen! Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Ihr seid Psychopathen! Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen! Hallo? Leute? Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Hey, da! Feuerwachturm! Matt, was ist das? Keine Ahnung. Ach du Scheiße, Freunde. Ich glaube, es geht jetzt sogar direkt hier weiter mit den Stieren. Psychose. Ey, wir müssen aufpassen, dass wir nicht sterben, Alter. Was hast du vor? Ach du Scheiße. Was willst du tun? Zurecht. Ruhig. Bleib ruhig, Emily. Komm mal runter, ey. Zurechtweisen reißt sich zusammen. Ich würde sagen, bleib ruhig, Emily. Erstmal ein bisschen beruhigen. Keine Panik auf der Titanic. Nein, 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 nein. Die werden uns wehtun. Scheiße. Okay, ich gehe jetzt erstmal vor. Ruhig, chillt eure Eier, ey. Macht mal Platz. Hallo. Chillt mal, chillt mal. Komm schon, Matt. Alter. Ich weiß echt nicht mehr, was passiert, Freunde. Wir müssen wirklich aufpassen. Guck mal, da hinten haben wir Vollmond. Au! Ach du Scheiße, Alter. Was wird jetzt hier passieren? Kacke. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ach du Scheiße, was geht denn jetzt ab? Was ist jetzt los hier? Na, natürlich, ich töte den Hirsch, Alter. Leck mich am Arsch. Ich glaube, letztes Mal habe ich ihn sogar getötet. R1, was ist los hier? Moment, wo war das? Notwehr? Matt ist ruhig durch die Hirsche gegangen. Okay, daraus folgt. Ist okay. Komm weiter. Ist okay. Lecker Jägermeister, Alter. Wir sind schon bei Kapitel 6. Das Spiel hat 10 Kapitel. Schmetterlingseffekt, Aktualisierung. Daraus folgt, die sind gut durchgekommen, ne? Matt und Emily sind der Gefahr unversehrt entkommen. Ja, wir werden auf jeden Fall, ich werde mein Bestes geben, alle zu retten. Wenn am Ende irgendeiner stirbt, ne? Ich schwöre es euch, ich raste aus, Alter. Da wird so eskaliert. Oh, ne, Emily auf der Klippe. Müssen wir noch Emily spielen. Gar keinen Bock auf diese olle Bitch, ey. Die Frau, die ich am meisten hasse aus dem Spiel. Und danach irgendwie, keine Ahnung, Ashley. Finde ich auch nicht so korrekt. Die ist mir immer zu sehr... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das fuckt mich so ab an der. So, wir müssen jetzt wieder natürlich... Wenn wir es hinkriegen, jemanden zu erreichen, dann sagen wir, wir brauchen Hilfe. Was tun wir, während wir warten? Wir gehen zurück zur Lodge und holen die anderen.
zur Lodge. Oh Gott, nicht zur Lodge. Wir sollten hier bleiben. Für den Fall, dass die draußen uns nochmal erreichen wollen. Erst muss das Funkgerät funktionieren. Wir müssen erstmal schauen, ob hier irgendwelche Hinweise liegen oder so. Oha, da ist der Leuchtturm. Oh jo. Oh, das ist verflucht grell. Ja, mach die Augen zu, du Sch... Okay, ich kann nicht sehen, was ist das? Nur eine Sicherheitsleuchte. Bestimmt bewegungsaktiviert. Ja, wir müssen erstmal uns hier ein bisschen umschauen, Freunde. Eventuell liegt hier draußen ja noch ein Totem oder sowas, man weiß es nicht. Wir gucken mal, Alter. Warte mal, warte. Hier ist nichts. Was ist das denn? Ne, da ist ein Totem, Alter. Habe ich den letztes Mal gefunden? Ey, krass. Ist das echt ein Totem, ey, krank? Was ist denn da drin? Führungstotem. Krass. Habt ihr das gesehen, ey? Ey, hätten wir den beim letzten Mal gefunden, hätte ich gewusst, was wir machen müssen, Alter. Man muss so auf solche Details achten, ey, krass. Aber hier wird nichts mehr sein, denke ich. Wir gehen jetzt einfach mal hoch in den Turm hier. Die hat gar keinen Arsch in der Hose, der Emily, Alter. Geh mal squatten, geh mal ins Fitnessstudio. Nein, Spaß. Ich gehe ja selbst selten ins Fitnessstudio, aber ich habe einfach... Meine Motivation fehlt mir. Ich brauche einfach einen Trainingspartner, der immer mit mir kommt. Und ich gehe meistens abends, weil wenn ich tagsüber trainieren gehe und danach noch ein Video machen muss, bin ich voll am Arsch. Dann hänge ich ja so, meine Arme sind voll versteift. Deshalb gehe ich lieber abends trainieren, so gegen 22, 23 Uhr. Und dann, davor nehme ich die Let's Plays erstmal auf. Hier wird definitiv nichts liegen. Das sieht man ja direkt, oder? Wenn hier was liegt, Alter, das kann nicht sein. Oh Gott, Alter. Ich weiß nicht mehr, was da oben auf uns lauert. Ich hasse es, wenn man so irgendwo hochklettert und dann guckt man sich um. Auf einmal ist da irgendwas oder so, Alter. Guck mal, der Matt ist voll am Frieren. Ne, da ist nichts zum Glück. Oh! Alter! Warum haut er denn die Axt da so hin? Und wieso ist... Wie kann man denn so dumm sein und die Axt da unten lassen? Ich würde die doch mitnehmen. Der hat die doch die ganze Zeit dabei gehabt. Das ist wieder diese Horrorfilm-Logik, ne? Die haben eine richtig krasse Waffe dabei und lassen die dann einfach unten liegen, ne? Die denken ja da... Warum ist es hier plötzlich so windig? Wir sind schon fast drin. Wie hoch muss man denn hier klettern, verdammte Scheiße, ey? Ne, hier liegt nirgendwo was. Erst oben, glaube ich, war wieder irgendwas. Muss jetzt mal schauen jetzt hier. Junge, Junge, Freunde, noch 4 Kapitel, Alter. Und wir haben bisher noch alle unversehrt durchgebracht. Wirklich alle. Vielleicht schaffen wir es ja wirklich, ich weiß es nicht. R2. Hoch. Und jetzt guck dich um, Alter. Nicht, dass da irgendwas ist, was uns erschreckt. So, wir sind jetzt hier oben angekommen. Emily. Zieh durch. Guck mal, jetzt stell dir vor, von hinten würde ihn einer greifen. Ich würde durchdrehen, Alter. Ich würde durchdrehen. Ich bin mal gespannt, was mit Sam passiert ist. Wir haben ihn in der letzten Folge gerettet gehabt. Und das haben wir davor nicht geschafft. Wir haben einfach Sam gerettet. Richtig geil, Alter. Letztes Mal hat die uns ja... Wurden wir ja in Gefangenschaft genommen. Ja. Ja, bei dir? Jetzt gucken wir uns erstmal hier um. Guck mal, es sind überall Spind und sowas. Aber ich glaube, wir haben letztes Mal alles schon durchgeguckt, oder? Guck mal. Ja, guck, das hat man zum Beispiel... Sorry, Hannah. Wer hat diese Person gesehen? Hannah Washington. Heute Nacht ergibt ihr Verschwinden langsam mehr Sinn. Hannah Washington wurde zuletzt am 2. Februar 2014 zwischen 1:30 und 2:30 bei der Ski Lodge in der Blackwood Pines Alberta gesehen. Eventuell war sie emotional aufgewühlt. Kleidungsmerkmale zur Identifikation. Hannah trug nur ein schwarzes Oberteil, dunkle Jeans und braune Lederstiefel. Sie trug keine Jacke. Hannah trägt eine Brille und hat eine Tätowierung auf der rechten Schulter. Größe 1,72, 50 Kilo, bla bla bla. Können Sie helfen? Rufen Sie an. Alles klar. Ruf mal direkt mal an, oder was? So. Weiter geht's. Wir gucken uns jetzt hier nochmal um. Und hier kann man noch kochen, Alter. Ich würde jetzt einfach hier oben ein bisschen chillen. Aber es ist ja, glaube ich, kein Strom, ne? Irgendwie sowas war da. Ach, komm schon. Ne, kein Strom. Toll, kein Strom. Hier muss doch ein Schalter oder sowas in der Nähe sein. Nee, hier ist kein Schalter. Da ist der Drucker, der geht aber wahrscheinlich auch nicht gehen. Wir müssen, glaube ich, rausgehen oder so, ne? Irgendwas war da. Wir gehen mal raus. Alter. Eieiei. Hier könnte ein Totem liegen, Freunde. Ohne Witz. Hier könnte irgendwas liegen. Wenn wir einmal rumgehen. Ah, hier liegt auf jeden Fall die Leuchte. Ah, da wird nichts sein. Wir können ja gleich rechts rumgehen. Hier war ja diese Pistole, ne? Oder? Wenn ich mich recht täusche. Wir schauen mal nach. Jawohl. Da ist eine Pistole. Also. Behalten. Geben. Gib Matt die Leuchtpistole. Ich will mal dem Mann die Pistole geben. R1, Aktualisierung. Was ist passiert? Wer bekommt
Emily hat Matt die Leuchtpistole gegeben. Daraus folgt, beide sind gestorben. Stell euch mal vor. Warum machen die das denn jetzt, Alter? Wieder Schmetterlingseffekt-Aktualisierung. Was ist das denn? Matt war für Emilys Plan, zum Turm zu gehen und Hilfe zu holen. Daraus folgt, Matt feuerte die Leuchtpistole ab. Ja, das macht sehr viel Sinn. Irgendjemand müsste das sehen. Wer soll das denn sehen? Nicht nur der Psychopath. Ich würde das niemals rumschießen, ey. Das sieht doch jeder, Alter. Wie blöd sind die denn? Jetzt brauchen wir, glaube ich, noch den Stromkasten, ne? Wo war der denn nochmal? Muss den, glaube ich, rumgehen. Warte, der Stromkasten, ja. Da hinten, das ist doch direkt an der Tür, Alter. Ich Idiot. Es hätte sein können, dass hier irgendwo noch irgendwas liegt oder so, aber da lag ja nichts. Machen wir das mal hier auf. Zack. Komm runter, ey. Mach den Strom ab. So. Jetzt ist das Ding an, optimal. Scheiße, ja, wer sagt's denn? Okay, ein Punkt für Matt und Emily. Ach du Scheiße, ey. So, ich würde sagen, wir drücken jetzt erstmal den Drucker, ob hier was rauskommt. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Was kommt da jetzt raus? Ich schau mal nach. Oha, das hatten wir letztes Mal schon. Es wird da oben links was stehen. Ach du Scheiße. Bash Waffington wurde zuletzt am 2. Februar 2014 zwischen 31 und 32 bei der Ski Lodge gesehen. Eventuell war sie emotional aufgewühlt. Ja, ist das gleiche wie bei Hannah, nur halt andere Kleidung und andere Größe und alles, aber spielt nicht viel von Rolle. Und sagen, wir können direkt hier weitermachen, Alter. Und mit dem Typen hier reden. So. Waka waka. So, waka waka. Ist die zu blöd? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Wie die redet, bitte sagen Sie etwas, wenn Sie das hören. Bitte, wir brauchen Hilfe. Over, over. Scheiße. Hallo? Oh mein Gott. Zum Glück, wir brauchen Hilfe, bitte. Hallo, will uns jemand kontaktieren? Hier ist die Park Ranger Station von Blackwood County. Wir haben eine sehr schlechte Verbindung. Sprechen Sie bitte langsam und deutlich. Over. Bitte, 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 Hilfe. Oh mein Gott, wir sind hier am Blackwood Mountain. Und hier ist ein Psychopath. Wenn Sie mich hören, wiederholen Sie Ihre Nachricht. Es war nicht möglich zu verstehen, was Sie sagen. Wir brauchen Hilfe, bitte. Hallo? Der Matt guckt. Können Sie sich bitte identifizieren? Over. Beharren, Hilfe, beantworten. Mein Name ist Emily. Ich würde sagen, beantworten. Oh mein Gott, okay. Hier ist... Mein Name ist Emily. Hallo? Ich empfange Sie nicht deutlich. Bitte wiederholen. Over. Wir werden sterben, informieren. Wir sind oben auf dem Berg. Wir sind am Blackwood Mountain bei der Ski Lodge. Hier ist ein Killer. Er ist hinter uns her und er hat unseren Freund umgebracht. Oh Gott, bitte, Hilfe. Sie müssen uns helfen. Jetzt geht das Licht an, ne? Irgendwie. Eieiei. Wendigo, Wendigo, Wendigo. Stimmt, den Scheiß. Ich höre Sie, Ma'am. Bitte bleiben Sie auf Position. Wir schaffen die Hubschrauber, die Sie da rausholen, sobald der Sturm sich gelegt hat. Was? Wann? Wie lange? Morgen. So früh es geht. Morgen. Ja, guten Morgen. Alter. Scheiße. Ach, Scheiße. Ist locker der Wendigo. Das ist der Wendigo. Er wird mich umbringen, stattdessen hat sie gesagt, uns umbringen. Ach du Scheiße, Alter. 100% war das der Wendigo. Ach du Kacke, Alter. Der Wendigo ist da hochgegangen. Und das ist jetzt hier, wissen wir das nicht, Freunde, der mit der Maske. Ach du Scheiße. Ja, jetzt müssen wir wirklich alles richtig machen, Freunde. Wir dürfen nicht sterben, Alter. Jetzt geht die Post ab hier, Alter. Der Controller ist richtig am Vibrieren. Scheiße. Fuck, fuck, fuck. Natürlich, es steht einfach ein Feuer auf dem Boden. Natürlich. Ach du Kacke. Emily. Ach du Kacke. Emily. Fuck, fuck, fuck. Eieieiei, Emily. Alter, wir müssen jetzt wirklich aufpassen. Dreieck. Junge, Junge. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Chill, chill. Das ist ja wie 3D, Alter. Nein, nicht. Ah. Oh, shit. Kacke. Wow, 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 wow.
Jetzt wird's ernst, Freunde. Jetzt wird verdammte Scheiße nochmal ernst, Alter. So langsam beginnt die Phase, wo wir jetzt unser Bestes geben müssen, um sie zu retten. Mad Minen. Alter, fuck, ich weiß nicht, was wir jetzt genau machen sollen, Freunde, Alter. Wir haben letztes Mal, haben wir es irgendwie geschafft. Verdammt! Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern. Emily müsste eigentlich noch leben, Alter. Ich hoffe, sie lebt. Verdammt! Komm schon, Matt, Alter. Du bist doch Basketballer, Alter. Matt! Oh Gott, Matt! Hilf mir bitte! Ich komme! Ich komme! Em, das Ding ist echt verdammt wackelig! Matt! Du musst etwas unternehmen! Sofort! Worauf wartest du? Denke nach! Lass mich nachdenken! Denk nicht, du Idiot! Hol mich einfach hier runter! Boah, dafür würde ich dich schon direkt fallen lassen. Ich habe euch gesehen, misstrauisch. Aufmuntern, alles wird gut. Ich würde nicht sagen, ich habe euch gesehen, Alter. Das passt doch gar nicht zur Situation. Wir sagen, alles wird gut. Emily! Du hast Angst. Du musst dich beruhigen. Alles wird gut. Ach, hör auf zu labern. Ich halte es nicht mehr aus. Hör auf, mich anzubrüllen und lass mich einfach machen. Okay? Nein, hör du auf. Wieso musst du... Schmetterlingseffekt aktualisiert. Was ist passiert? Ah, hier oben. Auf welcher Seite stehst du? Matt hielt während des Streits mit Emily zu Jessica. Daraus folgt, Emily war aggressiv zu Matt. Ah, krass, Alter. Hätten wir bei dem Streit zu Emily gehalten, wäre sie jetzt nicht aggressiv, oder was? Jedes Wort hinterfragen, ich bin das sowas von leid. Sarkastisch, was immer du sagst, besorgt, nicht bewegen. Was immer du sagst, ich würde es einfach sarkastisch sagen jetzt. Was immer du sagst, Prinzessin. Jetzt hol mich bitte von diesem gottverdammten Turm. Bitte, 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 Matt, tu endlich was. In Sicherheit springen. Emily retten. In Sicherheit springen, wir springen in Sicherheit. Letztes Mal war es auch so, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Matt, scheiße. Ich versuche nur, den sichersten Weg zu dir zu finden. Du Idiot, jetzt hol mich endlich weg von hier. In Sicherheit springen, Alter. Oha, Alter, bitte stirb sie jetzt nicht. Rette dich selbst. Matt hat sich in Sicherheit gebracht. Und hoffentlich folgt daraus nicht, Emily starb, Alter. Bitte nicht, ey. Scheiße, Alter. Ach, du Kacke, Mann. Aber warum wollte Josh die beiden umbringen? Nein. Alter, Stefan, die ist jetzt gestorben. Das wäre übertrieben krank, ey. Junge, Junge, Freunde, das Spiel ist echt heftig. Auch beim zweiten Mal genauso krass wie beim ersten Mal, Alter. Das macht mir genauso viel Spaß, ohne Witz. Was ist denn jetzt hier los? Status-Update. Sie war nicht oben? Weiß nicht, hab sie nicht gesehen. Sie muss hier runtergekommen sein. Ich hab sie auch nicht gesehen. Jetzt müssen wir erstmal hier in Ruhe umschauen. Oh! Oh, ist das wirklich passiert? Verdammt, was ist denn hier bloß los? Diese Dreckskerze da, ey, ohne Witz. So, wir gucken jetzt hier dabei oben. Wir haben ja letztes Mal schon mit Sam alles durchsucht. Was? Schmetterlingseffekt aktualisiert. Warum? Was passiert? Und Chris hat gesagt, er würde Ashley retten. Daraus folgt, Ashley war dankbar und fühlte sich Chris verpflichtet. Heftig. Chris, soll ihn direkt einblasen. Was da in dem Schuppen passiert ist, ich weiß, wie schwer das für dich war. Josh war dein Freund. Ashley, stopp. Nein, ich will nur sagen, ich. Danke. Danke, ich verdanke dir mein Leben. Was hätte ich tun sollen? Okay, ich musste dich eben einfach retten. Ich musste. Das haben wir, glaube ich, alle schon geguckt, ne? Oder? Ja, das hatten wir alle schon gesehen, genau. Deshalb, wir müssen ja nicht im Haus rumgucken, wir müssen jetzt bei den Orten gucken, wo wir noch nicht waren. Sehr gut. Ja, nur das... Ich weiß, du und Josh standet euch nahe. Chris! Los, suchen wir Sam, okay? Darauf geh mal vor. Ich weiß, oh mein Gott. Ashley, jetzt hör auf, okay? Hey, warum geht der denn nicht vor, Alter? Ich weiß nicht, was passiert! Alter, ist die einfach voller Blut, ey. So, jetzt muss ich erstmal hier nochmal in Ruhe umschauen. Ey, ich weiß, irgendwas Krasses wird doch passieren, Alter. 100%. Ja, die Frage ist, wo geht's denn jetzt hier weiter, Alter? Ah, die Tür ist zum Glück zu. Das heißt, es gibt nur diesen einen Weg. Ey, irgendwas Krasses wird jetzt hier wieder passieren, Alter. Ich werde mir so in die Hose scheißen. Ich weiß einfach nichts mehr. Oh mein Gott! Das ist so abartig. Ich weiß einfach gar nichts mehr. Mach die Türe jetzt auf. Das... Hä? Wirklich gruselig. Als ob. Die andere Tür war doch gerade zu. Und jetzt soll die wieder offen sein?
Warte, wir schauen mal nach. Oder gibt's hier noch links? Nee, gibt's keinen anderen Weg. Oh mein Gott, und der Tür geht einfach auf, ey. Boah, ich weiß echt nichts mehr. Oh mein Gott, oh mein Gott. Warte mal kurz. Hast du das gerade gesehen? Hab ich was gesehen? Das, Chris, das! Welches das meinst du? Es war wie eine durchsichtige Gestalt. Wie ein Geist. Oh Mann. Ich meine das ernst. Warum glaubst du mir nicht? Ich hab das gesehen. Zählt das denn nicht? Das war die Hölle heute Nacht, okay? Du bist total fertig. Ich bin total fertig. Ich glaub nicht mal mehr, was ich sehe. Beharren, das war ein Geist. Nachgeben, wer weiß, was das war. Ich würde sagen, wer weiß, was das war. Nachgeben. Bisschen chillen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Da war etwas. Chris. Ash, ist okay. Du bist nur... Wir beide sind im Moment nicht ganz wir selbst. Wir müssen uns zusammenreißen. Ja, geht das? Ja. Lass uns Ruhe bewahren. Oh, werden wir hier unten langsam irre? Woanders kann Sam nicht mehr sein, Ash. Warum können wir nicht einfach die anderen suchen und... Was, wenn Sam uns braucht? Wenn sie in der Klemme steckt? Oh Gott. Guckt euch die Tür an einfach nur. Da muss was passieren mit der Tür. Ich hab's gewusst. Los geht's. Geil. Ja, Hammer. Die Tür geht einfach auf und die schreien, los geht's, ja, super geil. Liegt hier noch irgendwas? Oh mein Gott, habt ihr hinten den Geist gesehen? Geh mal zurück, vielleicht ist hier irgendwas. Scheiße, Alter. Die Türe hier, oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Nee, da waren wir doch, da sind wir hergekommen. Dann können wir jetzt, glaube ich, runter. Schnell, schnell, warum wartet der nicht? Der geht einfach vor. Wie dumm ist der denn, der Chris? Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. So, weiter, weiter. Ruhig, ganz ruhig hier, Alter. Eieieiei. Muchas carambas. Oioioi. Ach du Scheiß, wo sind wir denn jetzt? Oh Gott, Alter. Wo sind wir denn jetzt hier wieder gelandet, ey? Ich kann mich noch ein bisschen minimal dran erinnern. Oh Gott, Alter. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Was zur Hölle ist denn hier los? Scheiße, Alter. Es ist ja krank. Du bist dran gestoßen, oder? Bist du dran gestoßen? Ich glaub nicht. Ich weiß nicht. Wie konnte hier alles zur Freakshow werden? Türen knallen und Kerzen gehen ganz von alleine an. Boah, was ist das denn hier alles, Alter? Ashley, du willst einfach nicht einsehen, was hier wirklich passiert. Erzähl mir nicht. Da war doch gerade irgendwas, ne? Guck mal hier. Ich hab die Gestalt nicht gesehen. Sie war praktisch direkt vor uns. Wir halluzinieren. Was ist das denn? Ich hab keine Halluzination. Ja, also ich hab auch Dinge gesehen. Das, was Josh im Schuppen passiert ist. Ja, und das macht mir Sorgen. Was labern die da? Chris. Junge, hat sich die Tür hier offen? Ich weiß. Ist hier nicht Sam gelaufen? Weißt du, was mir wirklich Sorgen macht? Okay, genau. Ich hab was von Sam. Was ist mit dir passiert? Falls ein Psychopath hier rumläuft, ist sie vielleicht auch tot. Sag das nicht. Bitte, Chris. Ja, ich glaube, hier lebt nichts, oder? Ja, geil. Warte. Chris. Der Geist. Was? Hast du das nicht gesehen? Scheiße, Alter. Nein. Du hast mit dem Handy gespielt, du Depp. Was twitterst du? Hashtag, wir werden von einem Geist verfolgt. Ash, komm runter, okay? Komm runter. Es ist kein Geist hier. Der Geist von wem? Du flippst aus wegen der Sache mit Josh. Pass einfach nicht auf. Da war ein Geist und er sah aus wie Hannah. Oder wer wie Beth. Scheiße, Ash. Was glaubst du? Die verfolgen uns jetzt seit der Seance? Ich weiß nicht. Vielleicht. Das tun sie nicht, weil es Geister gar nicht gibt, okay? Oh, okay. Und wer hat dann mit uns gesprochen bei der Seance, Chris? Ich weiß es nicht. Ich dreh gleich durch, ne? Oh mein Gott, Alter. Was war das? Wie kann ein Bild einfach so von der Wand fallen? Geil, jetzt soll ich gucken gehen? Jetzt soll ich gucken gehen? Oh mein Gott. Schlüssel. Okay. Oh mein Gott. Wo da hinten, Alter? Alter, das sieht aus wie Kim Kardashian. Oh mein Gott. Da, Chris. Jetzt sag mir nicht, dass du das nicht gesehen das ist, hast. Siehst du? Das ist, Du siehst es, du. Ich weiß nicht. Ich. Das ist völlig verrückt. Chris, es zeigt uns den Weg. Krass, wie alles geplant wurde, ne? Das ist einfach alles der perfekte Plan. Oh. Als, ja, das Puppenspielhaus. Da, Chris. Man sieht's durch die Fenster. Was denn? Mini-Einrichtung? Nein, eine ganze Szene mit Puppen und so. Ja. Ach du Kacke, ey.
So, Waka Waka. Waka Waka. Und hier, der kleine Schlüssel. Ich hab's dir ja gesagt, der Geist will uns helfen. Ja, guck mal, oben Josh und Chris betrunken. Wie im ersten Let's Play, wisst ihr noch? Oh Gott, sieht fast aus... Nicht nur fast, das seid ihr. Im Versteck, wartet auf Hannah, letztes Jahr. Aber es ist genau, ich meine, genau da habe ich gesessen und da war Matt und... Das hat jemand aufgebaut, der dabei war. Oder jemand, oder etwas, das uns beobachtet hat. Vielleicht ist es eine Warnung. Ich glaube, jemand hat das aufgebaut, um uns zu erschrecken. Nein, es war bestimmt der Geist. Das heißt, der Irre ist der Mörder von Hannah und Beth. Nein, das ist dieses Dreckschwein. Der treibt hier seine Spielchen mit uns. Warum sollte er das hier inszenieren, Chris? Er will uns sagen, dass er uns alle auch noch erwischen wird. Oh! Alter, holy crap! Eben eine Scharmutter, Alter. Was ist das denn für ein Buch hier nochmal? Das ist Hannahs Tagebuch. Mom hat endlich Ja gesagt. Die Einladungen sind raus, die Party findet statt. Ich hasse diese Warterei. Bis jetzt haben Ash, Matt und Sam definitiv zugesagt. Noch nichts von Mike. Traurig. Also kann man sehen, wie sehr ihr den Mike geliebt hat. Guck mal, unten links steht sogar auch Mike. Oh mein Gott, Mike hat zugesagt. Er hat Josh heute angerufen. Krass, Alter. Die war sowas von verliebt in den Mike und haben den sowas von abgezogen. Guck mal rechts, diese Schmetterlinge. Das ist doch das Tattoo von Hannah, was sie sich oben auf die Schulter tätowieren lassen hat. Überall Schmetterlinge. Halt, die war richtig verliebt. Guck mal, überall. Wenn alle zusammen hier sind, auf dem Berg, das wird so super. Kaminfeuer und Whirlpool. Und oh mein Gott, Mike, ich bin so begeistert, dass er hier sein wird. Ich kann das nicht lesen. Es ist so traurig, Chris. Boah, guck mal, Mike sogar ein Herzen geschrieben. Ich muss aufhören, an ihn zu denken, aber ich kann nicht und will es nicht. Ach du Scheiße, die war blind vor Liebe. Ja, natürlich, Alter. Das kommt von da hinten. Ah ja, irgendwas Krasses wird noch kommen, Alter. Ich schwöre es euch, mein Hinterkopf, mein Unterbewusstsein, das weiß, irgendwas wird jetzt noch kommen, Alter. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, Alter. Eieiei, egal. Gehen einfach jetzt weiter, Mann. Ich hoffe, wir haben bisher auf dem Weg alles eingesammelt, aber müsste eigentlich, oder? Was sagt ihr? Ich weiß es nicht, Alter. Keine Ahnung. Das ist eine Ruhe hier, ey. Wo geht's jetzt weiter, Mann? Was ist los, Mann? Hä? Ah! Oh mein Gott! Ich wusste es, Alter. Aber du hast ihn gesehen, Chris. An die habe ich mich noch erinnert, Mann. Da war irgendwas. Aber wo ist es hin? Ach du Scheiße, Alter. Junge, hier liegt auf jeden Fall was. Hey, sieh mal hier. Fuck, habe ich mich erschrocken wieder, ey. Das ganze andere Zeug. Wie beim letzten Mal. Für Industrieglühbirnen. Und ein Katalog für... Was hat der hier verloren? Für Glühbirnen? Was ist das denn? Da. Ah. Eine Glühbirne ist eingekreist. Originallampe für EB-Projektoren. Lampe mit Gehäuse. Hey, was lügt denn einen, diese scheiß Lampe? Ah, die Schere nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Schmetterlingseffekt aktualisiert. Die werden wir nämlich noch gebrauchen können. Gefahr erkannt. Ashley hat die Schere genommen. Das ist schon mal sehr gut. So, jetzt gucken wir uns hier nochmal in Ruhe überall um. Vielleicht liegt hier noch was. Oh, da liegt ja sogar was. Was ist das denn? Das hatten wir auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Siehst du, versteckte Kamera, Hinweis entdeckt. Krass, Alter. Versteckte Kamera. Wie war die denn versteckt? So, hier unten links. Eine Videokamera versteckt hinter einigen Kartons. Nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist das dieser Kerl? Das würde ich vermuten, oder? Ich werde nicht gern beobachtet. Besser? Besser? Fick dich ins Knie. Fick dich ins Knie, ey. Das habe ich noch gar nicht gesehen, Alter, weil wir das noch gar nicht aufgesammelt haben bisher. Ich denke mal, hier haben wir jetzt alles abgesucht. Ah, hier liegt noch. Ach du Scheiße, was ist das denn? Da denkt man groß. Ah, ist das ekelhaft, ey. Shit. Bah. Git, Alter. Wenn ich eins hasse, sind es Kakerlaken. Egal, das Haus stürzt gleich ein. Ah, hier ist es mit dem Weinkeller. Da ist noch ein anderer Raum dahinter. Der ist riesig. Chris? Alter, richtiges Abenteuer hier, ne? Aber ich hätte wirklich keinen Bock auf dieses... Ich habe ja bei Uncharted gesagt, ich habe Bock auf dieses Abenteuer. Aber hier, auf dieses Abenteuer hätte ich keinen Bock zu zweit, Alter. Wenn man mich umbringen will. Ich will so ein Entdecker-Abenteuer. In aller Welt sind wir hier. Soll das ein Witz sein? Wusstest du von dem hier? Das ist ein komplett anderes Hotel. Ich hatte keine Ahnung davon. Ach du Scheiße, Alter. Guckt euch das mal hier an, ey. Ich glaube, ich halte das nicht mehr aus. Ja,
Ich habe mein Limit auch erreicht. Ich habe doch nur versucht zu vergessen, dass letztes Jahr je passiert ist und... Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Hannah sich gedacht hat. Ja, tja. Du weißt, wie das ist, wenn man sich in jemanden verknallt. Toll. Also im Grunde sagst du, wir hätten eine verletzliche Freundin in eine schlimme Situation gebracht und deshalb konnte sie gar nicht anders als weglaufen. Abschätzig, Hannah hat überreagiert, verständnisvoll. Wir haben sie blamiert. Natürlich verständnisvoll, ihr habt die blamiert. Wenn du's wärst. Meinst du nicht, du wärst auch weggerannt? Ich meine, wer lässt sich gern verarschen? Das ist echt so. Mich verarscht hier niemand. Das denkst du. Was? Chris, wir haben sie voll lächerlich gemacht. Vor all ihren Freunden und ihrem Schwarm. Kann man jemandem noch was Schlimmeres antun? Nee, kann man echt nicht, ey. Ohne Witz, das war richtig unnötig, Mann. Sie haben dir sowas angetan, Alter. Ja, die sind doch echt bescheuert. Aber die Ash hat eigentlich schon einen guten Arsch. Der ist nicht schlecht. Kann zwar ein bisschen voluminöser sein, aber passt eigentlich so. Ah, da liegt was. Schauen uns jetzt mal überall genauer um, Freunde. Wir wollen das Spiel besser studieren. Was ist das denn, ja? Hey. Ah, die hat man schon gehabt. Quality Papa. Fake? Fake-Zeitungen? Falsche Zeitungen wurden gedruckt, wegen der Klinik damals. Das ist eine echt gute Frage. Ja, stimmt. Stimmt, Alter. Wie die das alles verheimlich halten wollten, ne? Und dann kam die Presse und so, alles heftig. Das ist eigentlich eine richtig krasse Story, Alter. Das sollte man verfilmen. Also ich find's schon heftig. Nein. Ash. Nein, ich hab genug. Ich werde nicht noch tiefer reingehen in diesen Albtraum, Chris. Ashley. Ich verstehe dich, okay? Ich habe wirklich auch echt Angst. Aber falls Sam da unten ganz allein mit einem Psycho ist und wir abhauen, dann könnten wir sie auch gleich selbst umbringen. Das stimmt. Zögerlich, ich habe wirklich Angst. Mutig, suchen wir Sam. Suchen wir Sam. Wir wollen ja alle retten, Freunde. Gott, und wir sind ja mit ihr entkommen. Ashley, na los. Wieso sind hast mit ihr du entkommen? Immer recht? Ich habe nicht immer recht. Tja, wo du recht hast, hast du recht. Ich will nicht recht haben. Ich will hier Nein. weg. Erst finden wir Sam. Gehen wir. Ja, heute labern die zwar ein bisschen viel, aber egal, Freunde. Wir wollen ja ein bisschen mehr über das Spiel herausfinden, die Geheimnisse lüften und. So, weiter geht's hier. Bisher habe ich noch nichts gesehen, was wir auf dem Weg mitnehmen könnten. Seht ihr hier noch irgendwo was? Ne, hier ist auch nichts. Komm, weiter. Was ist denn jetzt schon wieder los? Chris, ich habe wirklich kein gutes Gefühl bei der Sache. Was meinst du? Wir nehmen doch an, derselbe Kerl steckt hinter den Zeitungen und auch der Kamera, ja? Ja, ich glaube schon. Es ist... Anscheinend konstruiert er diese ganze Story für uns. Dann sieht er zu, wie wir rumlaufen, verängstigt und beobachtet uns, als wäre es ein krankes Experiment. Wow, das ist ja... Das alles ergibt auf eine kranke Art echt Sinn. Ja. Ja, oder? Die werden verarscht. Von irgendjemandem. Die Frage ist nur, wer? Ey, wisst es, denke ich schon. Wer das erste Let's Play gesehen hat, muss es jetzt wissen, Alter. Ich will es nicht schon wieder spoilern. Ah, da liegen ja diese Batterien oder sowas, ne? Genau. An die erinnere ich mich noch. Warum erinnere ich mich an so einen Scheiß, Alter? Diese Batterien, die geladen sind. Keine Ahnung, wofür die gut sind. Ich bin kein Elektroniker oder so. Also, jetzt erstmal hier. Ja, jetzt müssen wir uns, glaube ich, in Ruhe umschauen. Jetzt kommt, glaube ich, so eine. Ach du Kacke, Alter. Guck mal, was hier alles ist, Alter, Junge. Jetzt können wir erstmal wieder uns auf die Schatzsuche begeben, Freunde. Ja, vielleicht finden wir irgendwas Interessantes hier, wenn wir mal alles genauer anschauen. Ne, hier ist auf keinen Fall was. Deshalb können wir auch direkt schon mal hier weitergehen. Und uns hier umschauen. Was wir hier so haben. Ach du Scheiße, Alter. Eieieiei. Die werden überall beobachtet. Ohne Spaß, die werden überall beobachtet. Oh shit. Das ist ja Kacke, Alter. Hinweis entdeckt. Haken und Ketten. Das hat man noch gar nicht gehabt, heftig. Alter, guck mal, wie viele wir schon haben. Uns fehlen ja gar nicht mehr so viele. Blutige Haken und Ketten, das sieht nach Schlachtzuhauszugehör aus. Damit wurden wahrscheinlich irgendwie diese Schweine geschlachtet, Mann. Oder sowas. Glaubst du, all dieses Zeug ist seins? Wenn die Washingtons nicht irgendwelchen schrägen Hobbys gefrönt haben, dann ja, wahrscheinlich. Ja, krank, ey. Die Washingtons. Washington. Schinken. So, weiter. Da hab ich doch gesagt, Alter. Was ein ekelhaft. Das ist nicht zum Essen da. Warum ist sowas hier? Ach du. Das ist ja wie in einem Horrorfilm hier drin. Alter, ist das ekelhaft. Totes Schwein, ey. Was ist denn los?
ein Schweine da war, der von der Decke hängt. Er wurde vor kurzem ausgeweiht. Das ist ekelhaft, Alter. Da kommt bei sowas mit mir wirklich schlecht, Freunde. Obwohl es nur ein Spiel ist. Es sieht ja verdammt realistisch aus. Von daher. So, das haben wir jetzt alles abgeschaut. Alles klar. So, da hinten sind noch Fotos. Oder was ist das? Ne, hier ist nichts mehr. Die Fotos schauen wir uns mal an. Aber die haben wir gerade beim letzten Mal auch gehabt. Schau dir die Fotos an, Ashley. Das sind wir. Ach du Kacke, guck mal. Guck mal, bei Emily sind diese Augen rot. Und wisst ihr warum? Weil wir bei diesem Psychiater ausgewählt haben, dass wir sie am meisten hassen. Und deshalb ist sie auf der Todesliste quasi, glaube ich, mit die erste, sag ich. Ich meine, was ist das? Eine verdammte Todesliste? Ja. Gott! Das ist doch krank, was hier gespielt wird, ey. Das ist ja echt schlimm, ohne Witz. Das ist übertrieben schlimm. So, wir schauen uns erstmal hier überall noch um. Also hier ist, glaube ich, nichts mehr, ne? Also ich sehe gar nichts mehr, ja? Warum geht der jetzt hier rechts lang? Nee, da gehe ich nicht lang. Ich gehe jetzt mal hier links lang. Wir müssen wirklich alles absuchen, Freunde. Ich will ja alles bekommen. Ach du Kacke. Geil, jetzt geht die Tür auch noch auf. Ja, wo sollen wir jetzt lang gehen, Mann? Egal, wir arbeiten uns vor. Hier ist glaube ich, der Pornofilm. Den brauchen wir uns aber jetzt noch nicht angucken, oder, Freunde? Ich weiß es nicht. Wir gucken uns noch nicht an. Wir gehen jetzt erstmal zu ihm hier. Wir können jetzt mal gucken, ob es da weitergeht oder nicht. Alter, da geht es ja überall weiter. Junge, wie viele Wege sind denn jetzt hier? Okay, hier geht's nicht weiter. Das heißt, es geht entweder da hinten weiter bei ihm oder diese eine Kammer, wo der Beamer gerade war. Beamer, Benzo, Bentley. Beamer, Benzo, Bentley. Oh, Mist. Sieh dir das an. Blut? Vielleicht von Sam. Okay, mal sehen, ob ich das aufkriege. Oh, nicht da lang. Ich hab's aber... Verdammt, ist das Ding schwer. Vorsichtig. Jetzt komm schon durch, Ash. Ich kann sie nicht halten. Oh, komm schon! Chris! Was? Ich glaube, ich habe Sam gesehen. Oh mein Gott. Bist du sicher? Ich weiß nicht, aber komm, wir sollten nachsehen. Oh mein Gott. Also, wer immer hier auch blutet, ist hier durchgekommen, okay? Deshalb müssen wir uns beeilen. Los! Ich hab den Pornofilm. Chris folgen, Bewegung untersuchen. Chris folgen müssen wir machen, auf jeden Fall. Oh, okay. Scheiße, ich habe diesen Film nicht angeschaut, diese Kammer. Zusammenbleiben. Ashley ist Chris gefolgt. Fuck, man, hätte ich den Film vorher angeschaut, ich Idiot. Was hast du von mir? Gott sei Dank. Scheiße, warum ich das nicht gemacht, Alter? Ich hätte mal das machen müssen. Ashley ist kurz gefolgt. Ashley sah nicht, wer in der Werkstatt war. Ich dachte schon, das Ding zerquetscht mich. Na komm. So, wir schauen jetzt nochmal hier um. Können wir nochmal zurück? Wir können nicht mehr zurück. Ich glaube, den Film habt ihr am letzten Mal vielleicht schon gesehen. Ich weiß es nicht mehr, Freunde. Fuck, Mann, Alter. Ich wollte den Film sehen. Jetzt verpiss dich mal, Chris. Scheiße, hätten wir mal... Ah, es ärgert mich jetzt ein bisschen, Freunde. Egal. Das wird jetzt, glaube ich, nicht so wichtig gewesen sein. Ich kann jetzt nicht. Wozu braucht hier jemand eine Kühlanlage? Es ist eiskalt. Gott allein weiß, was bei denen im Kopf vorgeht, Ash. Für die Leichen braucht man eine Kühlanlage. Aber es sind schon wieder überall die Schweine und alles. Alter, hier ist man so viel am Rätseln, ne? Also nicht am Rätseln, sondern man muss hier überall auf Detektiv spielen und alles in Ruhe nachschauen. So, da hinten geht's auch direkt weiter. Scheiße, Mann, ich hätte gerne diesen Film gesehen. Was auch immer das war. Sam! War das gerade Sam? Als ob. Da ist auf jeden Fall eine Türe, da können wir durch. Aber hier hinten geht's auch weiter. Fuck, man, welchen Weg sollen wir gehen, Freunde? Ich habe echt keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Da ist auf keinen Fall was. Da ist auch eine Tür. Ja, super. Welche Tür sollen wir jetzt nehmen, Alter? Ich glaube, beide Türen führen zu einem Ziel. Deshalb nehmen wir einfach diese Tür hier. Oh, Chris. Oh, nein. Hallo? Das kann sie aber nicht sein, ne? Alter. Das kann sie unmöglich... Oha. Scheiße. Ich raff das nicht. Warte, R1. Was ist denn jetzt passiert? Fliehen oder verstecken. Sam hat während der Verfolgung alles richtig gemacht. Daraus folgt, Chris und Ashley fanden eine Puppe mit Sams Kleidern. Ja, wir haben sie quasi gerettet. Zum Puppe? Glück. Ja, nein, das ist ich auch. Wieso ist sie wie Sam angezogen? Keine Ahnung. Warum zieht jemand eine Puppe an wie Sam? Chris, ich weiß nicht und ich drehe hier gleich durch. Wo zum Teufel ist Sam? Oh mein Gott, guck mal da hinten. Eieiei. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Oh, Chris. Oh, shit. Lass ihn, geh weg. Bleib mir gefälligst beim Land. Schere, Schere, Schere. Oh. Nein. Nein, 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 nein. Dir zeig ich's. Was? Bam, Junge, Alter. Was eine Faust, Junge.
R1, was ist jetzt passiert? Gefahr erkannt. Ashley hat die Schere genommen. Ja, die Schere hat uns auf jeden Fall geholfen, ey. So. Ah, ich würde sagen, jetzt können wir an dieser Stelle... Ja, wir pausieren an dieser Stelle. Und hier wird es spannend beim nächsten Mal weitergehen, Alter. Diejenigen, die das schon gesehen haben, die wissen noch, was passieren wird. Das wird mega krass werden. Wir haben jetzt, glaube ich, heute unsere 40 Minuten wieder erreicht, Freunde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach... Ja, ich denke mal, übermorgen wird wirklich dann wieder die nächste Folge kommen, Freunde. Weil die Star Wars Battlefront Beta ist ja jetzt vorbei. Und wenn euch das Let's Play gefallen hat, lasst auf jeden Fall wieder einen Daumen nach oben da. Über 7000 Likes würde mich sehr freuen. Morgen geht's dann weiter mit dem nächsten Video. Ich denke mal, WWE wird mal auch wieder Zeit, dass das wieder kommt. Oder Batman oder UFC. Schauen wir einfach mal in Ruhe nach. Alles klar, euer Öni ist raus. Seid die Besten, macht's gut. Haut rein und ciao.